Okay, guten Morgen. Das war unser heutiger Schlafplatz. Ich fand es sehr angenehm, wenn auch kühl. Wir versuchen jetzt nach Bologna abzuhauen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich schätze mal, die tun jetzt nichts, weil ich bin trotzdem dafür, dass wir möglichst verschwinden. Okay, vorne sind irgendwelche Gärtner gekommen. Heißt, wir packen jetzt schnell alles zusammen und verschwinden von hier. So. Okay, ab geht's. Akim. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viel Sport um halb 10 gemacht. Wir laufen gerade über die Bahnbrücke. Traurige Sache. Also, Teams neu aufgeteilt. Nur sind Simon und ich in einem Team. Wir sehen uns in Bologna. Nach mehreren Stunden ist hier nichts passiert, leider. Wir gehen zur Autobahnausfahrt und versuchen da unser Glück, weil hier funktioniert gar nichts. Was hast du für eine Afrika-Fläche? Komm, eine Flöte. Die ersten werden wahnsinnig von der Reise und fangen an, auf Holz rumzukommen. Die ficken auf meiner Kamera. Bitte geht auf die Linse, ja. Das siehst du trotzdem nicht. Oh, mal schauen, ob das würdest du nicht sehen, das würde einfach dunkler werden. Das ist der Weg, der uns zur Mautstation führt, aber... Ach scheiße, als ob wir da jetzt nicht hoch dürfen. Ja, kacke. Es gibt eigentlich nur die eine Möglichkeit. Ein Reisender. Ein Reisender, keine Ahnung. Oder sollen wir mal den Typen fragen? Ich schätze mal, der erlaubt uns das nicht. Ja. Sorry. Nein. Warte. Can we go to the Maut station? We need to go there. Not possible, diese. Wir haben gar keinen Bock, schätze ich. Nicht so richtig. Hi. Hi. Das ist Frankreich. Er sagt. Er trennt auch. Es geht da lang. Where do you trend to? Ah, you go to North? Yeah. Er fährt zurück nach Frankreich. Ah, okay. Alone? Ja. Wow. Let's give it a try. Das ist absichtlich offen. Ja. Okay. Wir können es mal versuchen, oder? Ja, komm. Wollen wir jetzt durch oder nicht? Gehen wir, oder? Ganz ehrlich, was wollen die machen? Uns rausschmeißen, oder? Ja, yeah, fuck it. Sorry, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen. Wir sind jetzt den ganzen Tag her spaziert. Ja. Uns aber scheint einen Pick drauf zu geben. Ja. Gut so. Na gut, wir sind einfach ganz dreist durchgelaufen. Sehr entspannt. Wir haben Franzosen getroffen. Wir haben es quasi auf die Mautstation geschafft. Man kann entweder auf der Seite oder auf der anderen Seite. So, wir haben jetzt ein ganz kleines Problem.
Hinter uns chillt die Polizei und beobachtet uns. Ja, Trampen ist in Italien illegal. Wahrscheinlich eines der sinnvollsten Gesetze ganz Europas. Ist besser, wenn die Leute nicht von A nach B kommen. So, do you know how we get down from here? Dove dovete andare? Dove vuoi andare? Verona? Yes, now in Verona. Eh? Verona. Only Verona? Yes, no, Verona. A Verona, voglio andare in città. Ok, ciao. Yes? Yes. Oh, thank you. Okay, thank you. Never mind. Loro vogliono andare a Verona. Ormai mette le sue stazioni. Thank you, bye. Bye. Wir haben also alles gegeben. Wurden aber dann von zwei Polizeiautos beobachtet. Jetzt wurden wir freundlicherweise wieder zurück nach Verona gefahren. Wir sind wieder am Hauptbahnhof. Da, wo wir echt nicht wieder ankommen wollten. Wieder am Ausgangspunkt. Nach all dem Laufen, nach all dem Pennen, bald nach all den Zügen warten. Wieder hier im Hauptbahnhof. Wir hatten wieder ziemlich Pech. Also irgendwann kamen zwei Polizeiautos und beide haben sich so einfach neben uns gestellt und uns beobachtet. Und dann haben wir gesagt, ja okay, weißt was, dann fahren wir jetzt nach Verona und mit dem Zug rüber nach Bologna. Kostet nur 10 Euro pro Person. Aber dafür sind wir endlich aus fucking Verona raus und kommen jetzt zu euch. Gott sei Dank. Die Atmosphäre hier. Es ist ziemlich wild, ziemlich, soll man sagen, fast schon östlich. Ich finde es hier interessant. Ich glaube, hier kann man spannende Abenteuer erleben. Ja. Gehen wir rein, oder? Ja. Oh. Bumsbus. Wow. Das ist ja. Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich schlafen will. Schmeiß mal Zeug auf, jetzt mal wahllos irgendwo drauf. Bologna jetzt schon eigentlich mega cool, ich finde die Straße episch. Es hat einen ganz eigenen Vibe. Kommt alle mit! Der Typ muss sich fühlen wie ein Halbgott, er hat einfach fünf Leute mit sich genommen. Take one moment. Dieser Auftrag hier war so geile Leute. Hello, we name. Follow us. Hello, girl. Okay, das ist der vierte Tag unserer Reise. Wir sind in Bologna, an diesem wunderschönen Platz, haben uns Essen geholt und holen uns jetzt noch Trinkwasser an der Quelle des Lebens. Dann versuchen wir Richtung Florenz zu kommen, werden Florenz aber skippen. Und mal schauen, ob wir von Florenz mit dem Zug weiterkommen. Okay, wir können uns zum Beispiel hier oder irgendwo hier hinstellen, an dieser Kreuzung da hinten. Oder hier bei der Bushaltestelle zum Beispiel. Die Gruppen, wie teilen wir sie auf? Mir ist egal. Also ich fände es lustig, mit Misha zu sein, aber wenn ihr sagt, das ist euch zu risky, dann... Können wir wenigstens einen Stift oder so bekommen, damit wir die Karte Ja, garantiert. Wir werden jetzt weiter nach Florenz aufbrechen. Wir gehen ein bisschen Risiko ein, wobei es eigentlich kein Problem sein sollte.
und teilen die Gruppen mal anders, dass ich mit Misha unterwegs bin und Akim mit Simon. Ja, er leidet. Zumindest trauen wir es ihnen auf jeden Fall zu. Ich glaube immer noch, dass ich am härtesten die Arschkarte gezogen habe, als ich mit Misha im Team war. Ja, das stimmt. Misha ist der Malus. Unser Gedanke dahinter ist halt, bis jetzt bin ich am schnellsten vorangekommen im Schnitt und die beiden neutral, je nachdem mit wem sie gerade unterwegs waren, weil Misha sie halt teilweise echt runtergezogen hat. Ja, ich bin irgendwie am allerlangsamsten unterwegs. Keiner hat Bock auf mich, deswegen die zwei sind neutral. Er ist am schnellsten, ich bin am langsamsten. Mal schauen, die Kombi könnte vielleicht die perfekte Kombi werden. Ja, ich gleich Misha aus. Und vielleicht sind wir jetzt gleich schnell. Erik und ich sind ein Team, Arkim und Simon sind ein Team. Wir laufen zu einem Spot, von wo wir aus tracken können. Und verlassen diese ziemlich interessante und wilde Stadt. Hier war echt cool. Sowas habe ich selten gesehen. Und wie heißt es für uns auf italienischen Grenzen? Welches Schild ist schöner? Wahrscheinlich zu faul. Ich finde meins in Längen besser. Nicht, dass ich Eriks Kunst irgendwie beleidigen möchte. Durch die kalte Fahrwahl wollte Simon die Fahrer darauf aufmerksam machen, dass die Gesellschaft viel zu kalt ist und sie doch ihr Herz erwärmen sollen, um genau. Uns mitzunehmen. Guter Trick. Ich wollte den kommunistischen, anarchistischen Geist der Bologna oder so wecken. Die Zukunft wird linksliberal. Los wie Kommunismus in der Hoffnung, dass die ihr Auto mit dir teilen. Ja, das kannst du vergessen. Wir haben Fahrfrieden, Leute. Genossen. Okay. So, und Erik und ich, das Kamerateam, wir gehen vor zur Bushaltestelle und versuchen unser Glück bzw. Pech bzw. beides. Sieht tatsächlich verdammt episch aus. Hast du einen Mercedes erwartet? Das ist die Panda 4x4. Wir haben uns die falsche Seite der Stadt ausgesucht. Die beiden versuchen jetzt da hinten, Wege noch weiter vor bis zur Kreuzung oder hinter die Kreuzung und versuchen da unser Glück. Okay, wir werden mitgenommen. Sehr schön. Sache, wir haben den falschen Weg genommen. Also wir haben ihn in einen Typen vorhin etwas missverstanden, deswegen haben wir jetzt das falsche Tal erwischt. Er hat ein anderes gemeint, aber von hier aus könnte es auch gehen. Wir verlassen den Kreisverkehr und laufen nun diesen ziemlich spannenden Weg hinunter und laufen doch zum anderen Tal. Richtung Berg und schauen, dass wir über einen Berg entweder laufen oder trampen. Pass auf, sollen wir hier schon mal kurz probieren und wenn es so 10 Minuten nicht läuft, laufen wir einfach. Okay, thank you. Enjoy your trip. Thank you very much. Okay. Thank you. Be careful. Das Glück ist mit Erik. Und die wurden zu einer Mautstation gebracht. Jetzt werden wir kurz vor der Mautstation versuchen, nach Florenz zu kommen. Die anderen sind immer noch in Bologna, die werden jetzt den Zug nehmen. So, thank you very much. Also bevor es weitergeht,
will ich mal ganz kurz diese Kulisse hier genießen. Das sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Schau mal, wo wir sind. Das ist der Wahnsinn. Versuchen wir mal weiterzukommen. Egal, wir überspringen gerade Florenz und wir fahren einfach gerade nach Roma. Wir fahren nach Roma. Wie geil ist das? Oh mein Gott, das ist perfekt. Das ganze Pech, das ich bisher hatte, hat es gerade mit eben aufgelöst. So, wir sind jetzt hier im Zug. Von Bologna nach Florenz. Weil wir niemanden zum Schleppen gefunden haben. Und Eriks Glück war anscheinend so heftig, dass sie jemanden von Bologna nach Rom gefunden haben. Jetzt werden wir von Florenz nach Rom fahren. Es läuft so gut, wie es hätte besser fast gar nicht laufen können. Ja. Wir beide sind in Rom. Das ganze Pech, das ich bisher hatte, wurde gerade wieder gut gemacht anscheinend. Bitte, bitte. Der Typ, der uns mitgenommen hat, war der ultimative Ehrenmann. Ja, wenn Herr Illauer ihn gesehen hätte, hätte er easy den Ehrenmann verliehen. Ja, wir Spasten haben uns einfach ein Hotel gebucht. Dabei kann man jetzt direkt am Bahnhof einfach zählen. Ist so. Der Einzige, der es richtig macht. Und wir zahlen Geld. Und haben dabei noch sogar jegliche Campingausrüstung. Wir könnten hier wahrscheinlich irgendwie. Könnten wir die Hängematten. Ja, Junge. Fahrradständer auf. Hallo. Keine Seife, du musst halt nur Wasser herhalten. Wasch mir die Hände, guck nach links. Und die Kakerlake dachte sich auch einfach: Jo, es geht ab und krabbelt um. Alter, ich will nicht wissen, was ich mir hier einfallen werde. Ich bin froh, wenn es Corona ist, wenn ich hier nach Hause komme. Der Bruder hat Augsburg gemacht. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Oh, Italia. Wir entspannen uns in Rom. Keine Action, aber dafür Hitze. Dafür viel Sightseeing, viel. Wir treten in den Vatikan ein. Also ich bin in einem anderen Land. Ja, dann auch die. Also, Rom ist an sich eine schöne Stadt, aber es hat Sehenswürdigkeiten, die man echt gesehen haben muss. Ja. Es gibt sehr schöne Orte, aber die Stadt insgesamt ist wirklich schäbig, das wusste ich aber schon. Am Arsch der Welt quasi.
am Arsch der Welt, genau darum geht's. Es ist wirklich krass, also es ist ein so geiles Gefühl. Wir sind einfach in Rom und das aus eigener Kraft, einfach so random, einfach am Freitag losgetrampt vor, es fühlt sich an wie vor 4 Wochen, es waren jetzt vor 5 Tagen, glaube ich. Wir sitzen hier so weit weg von zu Hause und nur wir und unsere Rucksäcke, kein eigenes Auto und nichts. Wir müssen auch Survival Challenges ablegen hier in Rom. Also das Hostel hat schon viele Krabbelviecher. Und die Umgebung macht mir Angst. Ich wollte es gerade. Also rumänische Bewertung über unser Haus zu vermeiden.